Wir sind ja quasi sowas wie ja, das Let's Dance Warm-up und deswegen plaudern wir uns jetzt schon mal warm hier in unserem kleinen Nähkästchen. Und ich kann endlich mal diesen einen Satz sagen, den ich schon eigentlich immer mal sagen wollte. Sport bei uns in der Sendung, auch heute mit Ulrike von der Gröben. Also Tanzsport. Ja, los geht's. Let's Dance, der Nähkästchen-Talk mit Cornelius Strittmatter und Erik Schroth. Ach, schön. Und damit herzlich willkommen in unserem Nähkästchen. Wir fegen auch heute mit euch übers digitale Tanzparkett. Ja, wir fegen nicht nur übers Parkett, sondern wir machen quasi auch, also wir fegen sauber, denn wir klären, wie das eigentlich mit der Requisite und dem Saubermachen in der Werbung so läuft. Außerdem plaudert Katja natürlich wieder ein paar Geheimnisse aus dem natürlich. Kostüm-Nähkästchen raus. Und wir haben eine junge Dame, die sich im letzten Jahr in unsere sportlichen Let's Dance-Herzen getanzt hat. Ulrike, wenn du die Let's Dance-Musik hörst, zuckt das Tanzbein oder doch eher der Tennisarm? Also das ist wirklich genau das, was ich gerade gedacht habe oder erfüllt habe. Es ist sofort, werde ich ein bisschen nervös, denn man kann sich das gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich jedes Mal aufs Neue war, wenn wir da oben in der Galerie standen später und darauf warteten auf unseren Einsatz. Und ich wusste, jetzt geht's gleich los mit dieser Sendung. Hatte ich nasse Hände, alles. Ich bin fast die Treppe immer runtergestolpert vor lauter Aufregung. Und immer, wenn ich diese Musik höre, habe ich diese innere Anspannung, aber auch sofort die Erinnerung an die schönen Momente. Ja, das geht direkt los, ne? Was hast du damals gemacht, um deinen Ruhepuls so ein bisschen zu finden, um dich runterzuatmen? Ich bin da eigentlich nicht wirklich gut, wenn ich aufgeregt bin. Das Verrückte ist tatsächlich, ich war zumindest in den ersten Shows, war ich immer nur einmal ziemlich gut, nämlich dann, wenn ich vor Publikum in der Live-Situation rausgegangen bin. Weil man es sich ist so in dem fallen Moment, lassen kann, ich bin oder da, ich warum? Weiß es nicht. Ich bin anscheinend, obwohl ich das immer abstreite, eine Rampensau. In dem Augenblick, wo die dann ausrasten, dann schreien die ja auch und dann ist die Musik und dann ist das. Und in dem Moment habe ich einfach gedacht, boah, das ist so geil hier. Und dann hatte ich da keine Angst mehr vor, dann fand ich es einfach toll. Also du brauchst den Druck so ein bisschen auf anscheinend, Publikum. Anscheinend brauche ich den Druck, weil ich weiß, dass alle anderen, die haben mich ja dann in der Generalprobe gesehen und auch in der Kameraprobe vorher, wo man dann ja auch einmal sein Tänzchen da durchmacht, durcharbeitet, muss man sagen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, das wird wieder nichts mit der Ulrike. Und komischerweise, der Valentin, der konnte es auch immer nicht begreifen, wie ich da funktionierte. Ja, vielleicht ist das wirklich so ein bisschen diese Magie, die das Publikum ja auch hat, jemanden absolut zu tragen, ne, in so Momenten. Und Magie ist vielleicht das richtige Stichwort, wenn wir von der Magie der Requisiten und des Umbaus sprechen, weil den sieht man natürlich zu Hause im Fernsehen irgendwie nie. Und deswegen habt ihr uns die Frage gestellt unter dem Hashtag FragLetsDance, wie funktioniert das eigentlich mit den Requisiten? Und wir haben die Deko-Fee schlechthin, die liebe Paola, getroffen und mal nachgefragt. Ach, die Paola. Also das hier im Hintergrund, das sieht auf jeden Fall schon mal stark nach Requisite aus, denn diese Frage kann tatsächlich nur eine Person bei ganz Let's Dance beantworten, nämlich Paola, die macht seit, ich glaube, 14 Jahren mittlerweile die Requisiten. Und wir sind ja schon Backstage im Studio, wie man sehen kann, die kann also nicht weit sein und ich würde sagen, wir geben uns einfach mal auf die Suche. Warte, weg von der, ich wollte machst einmal das noch so ein kaputt. Singing in the Rain Moment haben. Also man hat uns gesagt, dass wir sie hinter dieser ja unscheinbaren Wand finden. Hola. Hi. That's where the magic happens here, oder? Allerdings. Mein Gott, ey. Wie ein gut sortierter Speicher. Paola, jetzt haben wir uns in diesem Jahr vorgenommen, so viele Zuschauerfragen wie möglich zu beantworten. Und tatsächlich gibt es einige natürlich, die nur du beantworten kannst. Und die erste war, wie geht das eigentlich so schnell mit diesen ganzen Umbauten? Weil ihr habt ja wirklich teilweise nur ein, zwei Minuten Zeit. Ja, das ist Training. Da proben wir Donnerstag, Freitag und das ergibt sich dann, dass jeder genau weiß, was er tut. Manchmal haben wir Hängepunkte von der Decke, die runterkommen, wenn wir schaukeln oder Stoffe abhängen. Dann müssen aber die anderen auch schon ganz genau, was sie auf der Bühne machen, damit da Platz ist und alles. Das ist einfach Übung und ein gutes Team. Jetzt hat uns noch eine Frage erreicht. Let's Dance steht ja für Konfetti pur. Also ich glaube, es gibt keine Show, die so viel Konfetti hat wie Let's Dance. Und die Frage war, wie schafft man es, dieses ganze Konfetti in der Werbepause von der Bühne zu schieben und dass es hinterher aussieht, als wäre nie was gewesen? Dafür haben wir ein extra Team. Dafür haben wir ein extra Team, was da wirklich dann, je nachdem, wenn wir viel Konfetti haben, sind das bis zu 4 Leute mit riesengroßen Besen und allem und dann wird das da ruckzuck alles weggefegt. Ja, guck mal, ich habe gesehen, hier hinten steht so ein Besen. Cornelius. Guck mal, Erik, ich feg dich nämlich jetzt hier mal raus. Tschüss, Paola, vielen lieben Dank. Dankeschön. Gerne.
Ja, du heißer Feger, du. Ich frage mich, ob man zu Hause mit so einem Feger auch ein bisschen schneller fertig wäre mit den Hausarbeiten. Wäre vielleicht mal eine Idee, ne? Dann bleibst du immer hängen, glaube ich. Ja, genau. Also viel Platz hat doch kein Mensch. Aber du hast es gerade eben schon angesagt. Du warst aufgeregt vor deinen Tänzen. Du bist ja auch eine wirklich erfahrene TV-Lady. Du kennst alles hinter den Kulissen. Aber war es für dich so, dass du auch bei Let's Dance hinter den Kulissen so die Momente hattest, wo auch selbst du mit offener Kinnlade da standest und dachtest, Mensch, ey, das ist ja unglaublich, wie das hier läuft. Ja, das war ganz oft so. Also die Show ist ja wirklich brillant. Also ich habe da auch deshalb mitgemacht und mich überreden lassen, weil ich, das ist für mich wirklich das beste Unterhaltungsformat, was wir im Augenblick im Fernsehen haben. Weil da eben alles zusammenkommt. Ne? Das ist wunderschön, wie es vor allen Dingen dann durch die Regie, durch all diese vielen Effekte, die sie haben, die Pyro ohne Ende, Konfetti natürlich noch mehr, die Kameras, das ist alles so professionell und so toll in Szene gesetzt, der Nebel natürlich auch dazu, das ist toll und auch hinter den Kulissen, da greift ein Rädchen ins andere, das ist einfach perfekt und es ist schön, es macht großen Spaß damit zu machen. Du sagst ja gerade, es greift ein Rädchen ins andere. Man hat es jetzt eben gesehen bei Paola, die wirklich mit einem großen Team dahinterher ist und dass das alles funktioniert. Nur so kann man ja irgendwie auch, ich sag mal, als sowohl als Promi als auch als Profi-Tänzer wirklich glänzen auf der Tanzfläche. Ulrike, ich weiß ja nicht, wie tief du schon in der aktuellen Staffel drin bist. Ja, voll, aber natürlich. Gibt es schon so einen Favoriten, wo du sagen würdest, oh, der oder die könnte sehr weit kommen? Zwei. Okay. Zwei Favoriten. Zwei, Punkt. Ja, das war's. Kriegen wir noch Namen? Ja, ich sehe es ja jetzt aus der anderen Seite. Ich sage das Ehepaar Lusin. Also so gesehen, was dann eine ist für mich klarer Finalkandidat. Also Rurik Gislason, sensationell. Valentin Pade, sensationell. Also das ist großartig. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass da noch einer reinkommt. Weil die auch, glaube ich, natürlich auch eine unglaubliche Fanbase da draußen haben. Ja, das stimmt. Obwohl Frauen fallen oder die Frauen fallen alle in Ohnmacht, wenn sie den Rurik nicht sehen. Nur die Frau. Und die Jungs auch, genau. Und die Jungs auch. Und deswegen, also das könnte natürlich sein. Ansonsten, ja, und die Valentina, die tanzt ja. Ich freue mich so für den Valentin, dass er jetzt so eine gute Tänzerin hat. Bevor du wieder rote Backen bekommst, gehen wir mal in unser nächstes Thema. Denn die, ach so, immer das, wenn das, du über den sprichst, ja. Das Rurik ist bei ihm so und dann wird das der rote Backenpegel steht hier oben. Das kann ich echt verstehen. Ja, was soll man denn machen? Er ist nun mal gut aussehend. Ja, das kann man neidlos anerkennen. So, haben wir das jetzt? Ja, mach weiter. Weil ich komme dann später nochmal drauf zurück. Das Ehepaar Lusin hat ja Zuwachs bekommen dieses Jahr. Es sind ja vier neue Profitänzer und Tänzerinnen mit dazugestoßen. Ich dachte jetzt gerade, du würdest hier die Schwangerschaft. Nein! Zuwachs im Sinne von Profitänzerinnen-Zuwachs. Und wir haben zwei schon vorgestellt, letzte Woche. Und zwei stellen wir euch heute noch vor, nämlich Pascha und Malika. Für Pascha hat es ja am Freitag leider nicht gereicht mit Kim, aber wir haben ihn trotzdem getroffen und so ist Pascha drauf. Das Let's Dance-Paket ist um zwei Profitänzer reicher geworden. Mhm. Ganz genau, die wollen wir euch mal ein bisschen besser vorstellen. Malika und Pascha, hi. 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 Hallo. Wie fühlt sich denn das Let's Dance-Paket für euch an, für euch als Neuankömmlinge? Ja, auf jeden Fall neu, spannend, neue Herausforderung, neue Aufgabe. Aber es macht total viel Spaß und ich freue mich einfach dabei zu sein. Und die Menschen sind toll, das ganze Team. Ich freue mich einfach auf das, was kommt. Pascha, wie geht's dir damit? Es ist richtig geil, dabei zu sein. Super Menschen, super Leute, wir haben viel Spaß zusammen. Wieder so diese, ab Donnerstag, Freitag geht es richtig ab. Ist geil. Besser kann es ja eigentlich nicht sein. Ich finde auch. Ja. Jetzt haben wir natürlich so ein paar Fragen und zwar zu unseren Emojis, die wir mitgebracht haben. Pascha, was hat denn die Zahl 7 mit dir zu tun? Mit 7 habe ich Tanzen angefangen in Russland. Standard und Latein. Malika, für dich haben wir auch eine Zahl mitgebracht. Die 18. Genau. Was verbindest du mit der 18? Alter. Mein Alter. Mein Alter. Ja, auf jeden Fall. Wir sind aktuell mit meinem Tanzpartner noch aktiv und sind jetzt bei Platz 18 in der Weltrangliste, in der Lateinrangliste. Was hat denn die Katze mit dir zu tun? Ja, ich liebe Katzen. Ich bin ein totaler Katzenfan. Ich liebe Katzen. Ich habe selber eine. Wie heißt die? Baloo. Pascha, wir haben noch die Gitarre für dich. Was verbindest du mit der Gitarre? Bist du heimlicher Rockstar? So ganz heimlicher. Unter der Dusche. Ja, genau, mit Gitarre. Nein, ich habe früher, wir hatten eine Band, als ich noch in Russland war, und ich habe da Bassgitarre gespielt.
und wir haben Beatles gespielt und Queens und so russische Lieder. Und dann habe ich wieder angefangen, letztes Jahr Solo zu spielen. Viel Erfolg auf jeden Fall mit der Gitarrenkarriere und viel Erfolg bei Let's Dance an euch beide. Danke. Ganz genau. Dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr weit kommt und freuen uns, dass wir euch mal kurz kennenlernen durften und euch vor allem den Zuschauern da draußen zu vorstellen. Ganz genau. Ja, wir haben natürlich die beiden vor der Sendung getroffen. Da wusste Pascha natürlich noch nicht, dass die Let's Dance-Reise zumindest für dieses Jahr zu Ende ist. Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir sehen, wir länger ja, sehen. Das ist ein ganz sympathischer Typ. Total. Und an ihm hat es ja wirklich nicht gelegen. Und ich glaube, der hat sich auch sehr schnell da eingefügt. Mhm. Auf jeden Fall. Jetzt hast du ja im letzten Jahr mit Valentin getanzt. Gab es denn für dich... Ah, die beste Wahl. Die beste Wahl. Ich habe wirklich so ein Glück gehabt, Valentin, wenn du das hier gucken solltest. Also, Dankeschön, es war einfach... Herrlich mit dir, herrlich. Wir hatten viel Spaß. Aber was wir haben ganz viel Spaß gehabt. Was hat er mit dir richtig gemacht? Also wo ja, eigentlich was hat er mit dir richtig das klingt jetzt so hart, aber wo muss der ansetzen? Nein, die Frage ist ja total richtig. Dich zu kriegen. Er ist eben einfach ein Profi und nicht nur ein toller Profi-Tänzer, die sind ja Weltmeister und die beiden also, sind ja großartig. Aber er hat auch schnell kapiert, der spricht ja auch über alles, was er denkt und tut. Wir beide sind sehr offen miteinander umgegangen. Und dann hat er gesagt, na, ich kann dich nicht alleine lassen. Sobald du 3 Schritte alleine tanzt, dann wird das nicht. Das vergisst du. Du kannst die Schritte, ich konnte ja die Schritte nicht behalten. Ich habe ja die ganze Synchro, ich habe alles immer vergessen. Dann hat er, wir müssen einfach gucken, dass wir in den Clinch gehen. Und solange ich dich festhalte, kann ich dich hin und her schieben. Der Lambi sieht das, egal, es sieht trotzdem nach draußen schön aus. Und so war das natürlich. Nach draußen war das ja recht anmutig, was wir da immer so vor uns hingemacht haben. Weil er auf mich mit Fall. Roher Gewalt zwickte und schob und machte und halt. Und die Jury sieht sowas natürlich, dass ich das nicht so federleicht mitmache, sondern dass man mich ein bisschen zwingen musste. Und deswegen habe ich sehr wenig Parts gehabt, wo ich mich von ihm mal getrennt habe. Also du hast dich, ich wollte gerade sagen, Gewalt als Schlüssel zum Erfolg. Ja. Sollten nein, wir auch mal versuchen. Im besten Fall ist das nicht so. Aber man kann auf jeden Fall sagen, man nennt das Führen beim Tanzen. Ja. Ne, habe ich von der Lambi gelernt. Na, du hast dich auf jeden Fall gut führen lassen. Ja, das habe ich dann tatsächlich, ich bin ja auch schlau. Gab es denn für dich so einen, ich sag mal, so einen kleinen Magic Moment, bei dem du alles vergessen hast? Also wo du wirklich gesagt hast, okay, Schritte sind irgendwie da, es hat einfach gepasst in dem Moment? Also ich hatte eigentlich 2 Magic Moments. Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, welcher Tanz das war. Das war die 3. Sendung, glaube ich. Und das hat Mozzi auch gesehen. Die hat gesagt, also was für sie ganz, ganz großartig war, ich habe gesehen, du hast die Augen geschlossen und hast dich einfach der Musik und dem Valentin hingegeben und diesem Moment hier. Und da war ich auf einmal so sicher. Ich hatte irgendwann auf einmal mitten im Tanzen, habe ich gemerkt, ja, jetzt läuft's, jetzt musst du einfach dich nur fallen lassen und dann wird's gut. Und das waren auch die besten Noten, die wir bekommen haben an dem Tag. Einfach fallen lassen, wenn dann auch noch die Stimmung drumherum ja, passt und auch noch das Kostüm genau. Perfekt sitzt, dann ist, glaube ich, alles richtig. Ach, die Katja. Da sind wir beim richtigen Thema, denn Katja lüftet ja jede Woche bei uns ein weiteres Geheimnis. Heute sind es, glaube ich, direkt 3 Geheimnisse, nämlich wie entsteht so ein Kostüm, warum sitzt das immer so gut und da rutscht nichts und was hat das eigentlich mit den Outfits von Kai Ebel auf sich? Der Kai. Hallo, ich bin Katja Konvenz. Ich bin verantwortlich für die Kostüme für Let's Dance und ich lüfte euch heute ein paar Geheimnisse. Wenn ich den Namen bekomme, dann muss ich erstmal mir, sag ich mal, die Bilder anschauen im Internet, wie sie sich darstellen, was sie mögen, was sie nicht mögen, welche Farbe ihr Ding stehen oder überhaupt einfach ein bisschen recherchieren muss ich immer. Und dann bei Maßnahmen frage ich immer, was sie nicht mögen. Zum Beispiel bei Frauen frage ich, ob sie bauchfrei tanzen können, ob die Arme frei sein können, ob ich dann so hohen Schnitt machen kann. Ich frage schon manche Sachen. Weil das die wissen selber, ich meine, die müssen sich wohlfühlen, das ist das Wichtigste. Ja, und dann darum haben, müssen wir immer die Puppen bauen. Und es sieht, ich weiß, sie sehen hässlich aus, aber die sind einfach für uns ein Werkzeug, wo wir einfach, das ist der Busen. Das sind die Figuren einfach von den Damen. Das ist die Lola, die wird mir nicht böse, weil sie steht zu ihrem Körper und sie hat einen wunderschönen Körper. Wir versuchen einfach so ein bisschen darzustellen, den Körper, dass wir anpassen können, dass wir nicht zu viele Änderungen am Donnerstag haben.
der Kai hat zuerst ein buntes Hemd bekommen. Ja? Das heißt, noch nicht die Strassteine. Wir warten dass wir das bis zur zweiten Show. Aber wir haben jetzt wirklich buntes Hemd und dann so grüne Hose, dass wir wirklich nicht so schwarz-weiß, wie die Männer gewöhnt sind, zu tragen. Und er tanzt noch einen Standard. Dann, ich hoffe, das passt und ihm gefällt. Das ist so richtig bunt. Ich denke, das ist auch so ein bisschen in seine Richtung, hoffentlich. Ich meine, wenn er sagt zu mir, Katja, ich möchte Strasssteine, dann kleben wir am Freitag. Ist kein Problem, wir sind doch alle da. Und wenn er glänzen möchte, machen wir. Wir machen alles, dass die Promis zufrieden sind. Das ist die Lola. Das war mein Highlight auf jeden Fall. Gut, dass du erklärt hast, dass das Brüste sind, was man da gesehen hat. Aber schön. Ulrike, für dich, ich meine, du hattest ja auch sehr viele, sehr freizügige Outfits bei deiner Staffel. Das Verrückte an der Geschichte ist ja, das hat sie eben auch gesagt, sie fragt immer vorher, gehst du bauchfrei oder armefrei? Und ich habe gesagt, ich möchte, es kann aussehen wie Haut, aber es darf bitte keine Haut sein. Ja gut, irgendwo an beiden natürlich. Aber ich wollte halt immer Kostüme. Und die Leute haben teilweise gedacht, mein Gott, wie sieht denn die aus? Was hatten die für... Ich war überhaupt nie nackt. Das war ja immer was drunter. Also ich war immer sehr ordentlich angezogen. Aber die Katja, die hat mir Kostüme gemacht, ich muss sagen. Die einfach großartig. Hast du eins mitgenommen? Nee, ich habe keins mitgenommen, weil ich ja auch nicht so richtig wusste... Dann hängt es im Schrank, wie mein Hochzeitskleid. Es gibt so Sachen, da denkst du in dem Moment, das ist wichtig. Aber dann wusste ich, es wird wahrscheinlich immer nur im Schrank hängen. Und dann habe ich gedacht, nee, ist zu schade. Also du hättest es heute auch anziehen können, so ist nicht. Das wäre auf jeden Fall mein Hingucker gewesen hier. Wer auch ein tolles Kleid anhatte, ist natürlich Ilse de Lange. Am vergangenen Freitag. 17 Punkte hatten sie und Jevgeni zusammen für ihren Rumba. Und wir schalten mal zu den beiden in den Trainingsraum, wie es bei denen gerade aktuell aussieht. Hallo! Ihr seid am Trainieren wahrscheinlich. Training oder wo? Erwischen wir euch? Aber ja, natürlich. Ja, wir sind immer im Training. So wie jeden Tag. Ja. So wie jeden Tag. Ilse, jetzt war es ja vergangenen Freitag so, dass du ein bisschen mit der Nervosität zu kämpfen hattest, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele andere auch. Okay. Aber wie war denn so im Nachgang für dich der Abend? Ich hatte einen richtig schönen Abend. Das Moment von Tanzen, ja, das ist dann das Moment. Das ist, wie es geht. Manchmal geht es gut, manchmal auch nicht. Die Generalprobe war sehr, sehr gut. Aber die Moment Supreme war ein bisschen weniger gut. Aber ja, kann passieren, ne? Jetzt ist Aufregung ja auch was Positives. Und Jevgeni, du bist ja Experte. Wie hilfst du Ilse damit, mit der Aufregung umzugehen? Große Augen. Ja, das ist wahrscheinlich keine einfache Frage. Mal wieder verkackt, werde ich sie verprügeln. Okay. Ich fühle mich gewaltig. Wir sind übermotiviert. Natürlich ist das Spaß, aber ich glaube, wir sind alle super individuell und jeder hat eigenen Weg, wie er mit Aufregung klarkommt. Also ich mag zum Beispiel aufgeregt sein vor der Show, weil ich weiß, dass das mir viel Energie gibt. Und diese Energie kann ich dann umwandeln in die Energie, die dann auf die Fläche mir weiterhilft. Na, also es bremst mich nicht. Ne? Und es gibt natürlich die Aufregung, wo die Leute wirklich erstarrt werden, viel zu viel Energie in den Körper haben und dann wird es alles zu heavy, also zu schwer, also zu unbeweglich. Ja? Deswegen, wir müssen das noch rausbekommen. Ja, und es ist noch was anderes, Nervosität zu haben, wenn man weiß, was man echt, dass man alles unter Kontrolle hat. Und dann nervös zu sein, ist noch was anderes, kann man es nützen, so wie du sagst. Aber wenn man natürlich noch ans Lernen ist und in einem Prozess ist, sozusagen, und dann nervös, dann wird es doch ein bisschen schwieriger. Ja. Aber jetzt mal Nervosität beiseite. Verratet ihr uns schon ein bisschen was zum neuen Tanz? Nein. Oh Gott, nur was bisschen. Aber wir dürfen es doch noch nicht sagen. Doch, doch, ihr dürft schon was verraten. Jetzt. Doch, doch. Ja? Also wir tanzen ein Cha. 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 Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Genau. Cha. Mein Lieblingstanz. Absolut. Mein Ding. Genau. Mit Hotstuff haben wir es gerockt. Genau. Jetzt müssen wir das zu zweit aus dem Hotstuff noch besser. Noch besser rocken. Noch besser. Ja. Ganz schnell noch, wie läuft es im Training? Und das Training läuft super. Formidabel, ja, würde ich also sagen. Also für mich, ich sitze und gucke, wie sie tanzt und wie sie runden, ja, Cha-Cha-Walks und Cha-Cha-Walksteps läuft. Passt. Ja. Ja, ich bin völlig entspannt. Marathon Cha-Cha-Walks. Genau. Formidabel. Aber das macht sie schon gut. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Glück für Freitag, für den Cha-Cha-Cha und sagen Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Bis Freitag. So, jetzt weiter geht's. Okay. Ach, die beiden, ne? Aber das ist auch immer aufregend. Man sieht aber auch die
Prise Gewalt. Die Matze. Was ist denn hier los? Ja, also bei mir gibt es nur Liebe, Liebe, Liebe. Natürlich, und ganz viel Liebe gibt es in deine Richtung. Liebe Ulrike, von Herzen Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich fand es total schön, mit euch nochmal in Erinnerungen zu schwelgen. Das war eine schöne Zeit in meinem Leben. Und ich gehe davon aus, am Freitag ist 20.15 Uhr Let's Dance Time bei dir. Natürlich, ich muss doch Renata und Valentin die Daumen halten, ist doch wohl klar. Let's Dance. Und Kai Ebel übrigens auch, mit sehr geschätzten und lieben Kollegen. Ja, mit den, also ich weiß nicht, vielleicht können wir demnächst mal in so eine Kai Ebel... Das wäre auf jeden Fall kein Sakko für ihn. Sag ich schon. Kai Ebel Gedächtnis-Outfits moderieren. Naja, wie dem auch sei, ob wir nächste Woche hier in Kai Ebel-Hemden sitzen oder nicht, das werden wir dann sehen. Sehr spannend. Aber ihr könnt uns natürlich weiterhin fleißig eure Fragen schicken unter dem Hashtag FragLetsDance. Einfach bei Instagram, Facebook hochladen und die nehmen wir dann mit in die Show. Ganz genau. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen und wir hoffen natürlich, dass ihr nächste Woche am Dienstag, Ulrike reißt hier schon das Setup. Wir machen Schluss, Feierabend. Wir sehen uns nächste Woche wieder und am Freitag natürlich Let's Dance einschalten. 20.15 Uhr.